station under attack. Technology is discovered. Tu was für dein Geld, komm. Ich weiß ja nicht, warum du dich langweilst, aber... Hallo? Wenn eine Flotte in so einem System landet und dann sagt, ja, ist langweilig. Und du denkst dir so, da ist eine 6,7 Sternbasis. Wie wär's, wenn du die erstmal wegmachst? Und dann reden wir über das Gehalt. Ja, geht mir genauso. Ja. Da haben wir denn jetzt hier. Ach, hier ist ein Sterntor. Okay, das erklärt's. Dann packe ich da jetzt. Technology discovered. Der Igel wohnt jetzt hier. Nice. Ja, kann halt nicht angehen, dass die halt immer wieder hier spawnen. Wenn die Systeme erstmal zurückgeobert, Arschleck. Alter, ich habe ein Forschungsprozent plus von 97% bei Sozialforschung. Tja. Das ist so widerlich. Ja, Mann. Und ich kriege einfach zu viele Nachrichten immer und immer wieder, ey. Das macht halt auch keinen Spaß. Hier da oben viele Flotten leck. Arsch, ey. Discovered. Dummer Penner. Yes. Ich würde halt auch ganz gern irgendwann mal wieder meine Sektoren ordentlich ausbauen und verteilen und umbauen. Vergiss es! Aber wir haben ja dauerhaft Krieg! Guck dir diesen dreckigen Flickenteppich an, Alter! Ja, das wird auf jeden Fall lange dauern, den wieder herzurichten. Ja, vor allem, wenn du jedes verfickte System einzeln verschenken musst. Ja, je nachdem, ja. Habt ihr was geschickt, Axel? Ja, dankeschön. Perfekt. Ja, drucke die Verteidigung, die werden wir gebrauchen. Ja, ich habe gerade wieder etliche Stationen mit den Lankea ausgerüstet. Was für ein Ikea? In der Schweizer Möbelhus. Lankea, das sind meine Standardplattformen. Und dann habe ich noch die Ballista, das sind die großen. Hört sich an wie ein Ikea. Alles ist standardisiert. Kennt man. Irgendwie eklig. Köttbulla oder Kotzbulle? Ja, wenn die zu lange liegen, ja. Bäh.
Das ist herausgefordert. Ja, ich weiß. Ich bereue es. Weiß ich. Warum sind die denn jetzt rot? Kennst du das? Ja, wenn... die sind alle rot. Ja. Wir haben gegen den kompletten Rest der Galaxie Krieg. Ich weiß jetzt nicht, was du da jetzt irgendwie... Ne? Wir hätten halt einfach keinen Krieg, wenn die den nicht einfach erklären würden. Da kann ich ja auch nichts für, ne? Ja, du bist auch so auf den roten Knopfdrücker, Alter. Jetzt schieben wir deine Pants, ey. Wo du es gerade sagst, da ist nochmal ein Pfennig geworden. Yes. Da ist noch ein Planetenkeks. Nehme ihn dir. Alter, hier wird ordentlich gewappt, ey. Ja. Hat jemand Spaß dran, ey? Geil, es gibt eine neue Droge. Prost. It's Wednesday, my dudes. Alter, wir haben Montag, also mach mal ruhig. Was? Wir haben was? Wir haben Sonntag, Junge. Was hast du mit dem Kopf gemacht? Fälschlicher Spaß, die Alter. Ich hab grad wirklich gedacht, wir hätten Montag. Oh, fuck, ey. Du Kackfritte, ey. Fickfresse. Alter, das kannst du nicht machen, ey. Ich komme aus 5 Nachtdienst. Glaubst du ernsthaft, ich hab noch einen Sinn für Zeit? Mach das nicht! Ja! Alter. Ich hab mich gerade echt weggejagt. Du hast auch zu viel geboxt, ne? Echt? Digga, nicht nice, Alter. Ja, ich weiß. Ja. Alles okay, sei dir verziehen. Ah, schön. Ja. Ekelhafter Igel, ey. Boah, Alter. Ja. Halt die Fresse, ja. Oh, ich komm da echt nicht drauf klar. Na, 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 na. Oh, es leck. Jetzt fangen die an, hier Ansprüche auf die ganzen Territorien zu setzen, die ich eingenommen habe. Hätten die einfach schneller sein sollen. Kein Platz für Neid, Junge. Oh, ich wünschte, ich hätte eine ganze Flotte von Kolossen, ey. Ach ja. Ja. Ein zweiter wird mir schon reichen. Ich glaube, damit werde ich auch echt zufrieden. Zweiter Planetenkiller. Nice. Stell dir vor, du musst das alles alleine machen. Puh. Boah, meine Titanen sind von der Julius-Caesar-Klasse. Wie ekelhaft geil ist das denn? Und meine Schlachtschiffe sind von Caligula. Schön. Und deine Korvetten sind alle von Nero, ja? Nee, warte. Alle Selbstmordattentäter, die ihre Frau treten. Was?
Netz hat Silber schon seit 50 Jahren raus, also alles gut. Korvetten sind Fosilus, Zerstörer sind Lupacus, Kreuzer sind Novensides, ja, und der Rest kennt, ne? Caligula und Julius Caesar. Ich habe Imperator Augustus. Auch nicht schlecht, Titan. Oder? Gibt es und, ach, wie geil, meine Verteidigungsplattformen sind Hasta. Und die Ionenkanonen heißen Pilum. Nice. Find ich echt gut. Am besten wäre es gewesen, wenn die kleinen hießen Hasta und die großen La Vista. Hasta, La Vista. Und der Planet heißt dann Baby. Oh, schwach, ich weiß, aber hey. Hashtag nicht schlecht, halt. Ja, man gibt sich Mühe, manchmal. Ja. Können die meinen Schriftzug nicht ein bisschen höher setzen in meinem Reich, Alter? Das sieht so scheiße aus, wenn das T da halb in meiner Reichsgrenze sitzt, ey. Ja, schon darüber hinaus, ey. Ja. Der Geier himself, ey. Der Geier himself. Verstehst du mich mal? Was los, Alter? Was sind wir? Ja. Dudes, it's not Wednesday. Oh, ist der Planet jetzt Fritte da? Ja, ist er, danke. Fährst bitte weiter. Tourbus einmal dahin. Leben noch. Und das sind ausnahmsweise nicht unsere Feinde. Ausnahmsweise? Ja. Ja, und genau so meine ich es auch. Wer rechnet denn damit in solchen Zeiten? Amen. Boah, ich sehe aber noch zu viele grüne Kreuze. Schwerter meine ich auf der Karte, Alter. Mach mal was dagegen. On ja. My way. Komm, Robert, kannst du helfen? Ja, Dude, ich häng hier fest im Süden und so. Occupy-Bewegung macht gerade die Vögel platt hier. Aber ja. Die haben in einem System sich dazu entschieden, so 27 Milliarden von diesen scheiß Frittenbuden da zu bauen. Und deswegen muss ich erstmal rausschießen, ey. Fritten. Grenzwertig! Was ist grenzwertig? Knick, schnick, deine Frittenboden vielleicht. Was? Das sind Vögel. Was haben Vögel jetzt mit Frittenboden und grenzwertiges? Alter. Schau mal, Vogel in eine Fritteuse geworfen, dann weißt du's. Digga, ich glaub kaum. Warte. Ich glaub kaum, dass die Vögel in ihrem Hauptsystem x Frittenboden betreiben, wo die Vögel gefrittiert anbieten, Alter. Warum nicht? Es gibt auch Leute, die Mars frittieren und das ist geil. Alter. Ja, ich weiß, ich liebe frittiertes Mars. Ich bin ein emotionales Wrack. Die Frage ist jetzt mit oder ohne Plastik drum? Ja. Oh Gott. Schleimig, aber proteinreich. Kein Respekt, Bro, nur verwirrte Bewunderung. Ja. So, Leute, willkommen nach heute schon, weiß ich nicht, 8 Stunden, 9 Stunden Stellaris, keine Ahnung, wo wir mittlerweile sind, beim Shit-Talk. Jetzt weiß keiner mehr, was er sagt. Alter, ich hab mir zusammen 14 Stunden Aufnahme heute hinter mir, also alles easy. Heute vor allem. Ja, gestern. Ja. Gestern und heute. Heute ist noch 5 heute. Nein, ja, klar, du hast noch nicht geschlafen, also heute. Aha. Was? Schlafen? Was ist das? Also hättest du heute innerhalb von 4 Stunden 52 Minuten 14 Stunden Aufnahme geschafft, hätte ich gesagt, Digga, ich zieh einen Hut, aber zeig mir, wie das geht, ey. Ich will das wissen, ich will das lernen, wie das geht. Ich schicke dir gleich ein Video, dann weißt du, wie das geht. Alter, nee, bitte nicht noch irgendein... Alter, ich level jetzt die Verwaltungseffizienz zum 35. Mal. Da steht XXXV.
XXX steht aber für was anderes, mein Freund. Ja. Ja. Und das V steht für Scissoring. Ich hab's verstanden. Alles gut. Das XXX steht für Verwaltungs... ne? Du kannst noch mehr Hentais speichern und so. Ja. Nimm mal kurz Jodeln. Ja. 98 Zetabyte, Alter. Also gute Besserung, Ratiofarm und so. Digga, Werbung, halt dein Maul. Okay. Ich rationiere leicht. Was? Was? Typ, mir ist gerade mein Gehirn abgekackt wegen dir, danke. Meinst du auch? Das war halt gerade ein typischer Hirnfurz. Ich wollte was sagen und hab verkackt, aber so auf 100%. Alter, Dude. We have mastered. We have ein neues Abkommen und Krieg und mastered und. Da wirst du richtig Matsch in der Birne bei, ne, bei denen. Ich weiß, was du meinst. Vor allen Dingen eine von meinen Forscherinnen, lustigerweise habe ich nur Forscherinnen, sieht aus wie Emma Watson mit kurzgeschorenen Haaren, Alter. Geil. Nee, nicht so wirklich. Und ich krieg immer mehr Arbeitslose, was zum Fick! Es muss doch irgendwas geben können, was die machen können. Und wenn sie Pferdchen aus Holz schnitzen, ey. Pferdchen des Krieges, erstmal Pferdchen aus Holz schnitzen. Hallo. Ich stell mir halt gerade vor, wie das funktioniert. Arbeitsamt, da wo es tatsächlich so ist. Ich stell mir halt gerade einfach vor, wie das funktioniert. Die werden als irgendwo auf der Welt da, auf irgendeiner meiner Welten, werden die aus der Hüfte gekackt, kommen irgendwann mit 18 Jahren so zum Amt, sagen so, da gibt's eine Fabrik, da sind jetzt 100 Arbeitsplätze und die sind alle voll, deswegen sterbe ich jetzt. Danke. So, was zum Fick, Alter? Warum muss ich mich denn um die Arbeitsverhältnisse auf meinen fucking Planeten kümmern? Da gibt's doch Gouverneure für. Weil du Regierung bist. Gouverneure sind nur die Leute, die es umsetzen. Digga, ich bin keine Regierung. Ich bin die Gefahr. You know my name. Warte mal, wo ist mein Totenkopf? Da. Du fliegst erstmal zu dem Planeten da, bevor du die komischen Frittenbuden angreifst. Ach, das ist auch eine. Haha, das ist gar kein Planet! Ach, da ist ein Planet, nice. Ja. Der hat aber geil geblubbert, ey. Das war nicht so geil, ne? Wenn man so ganz urplötzlich 42 Sternbasen hat und nicht weiß, wo die herkommen. Ich habe jetzt schon 50, ne, und die sind alle bis unter die Zähne bewaffnet. Also wenn irgendeine Rasse von außen durch mein Reich will, haben die mit meinen Flotten und mit meinen Sternbasen auf jeden Fall gut zu tun. Nice. Oh, was mein Held raus ist, das ist ekelhaft, ey. Ich höre die Vögel zwitschern. Ich höre die Vögel zwitschern. Was? Ja. Bin ich verrückt? Nur müde. Bist du irgendwie auf Sabi hinaus? Ja. Okay. Ich schieb gleich voll den Film, Alter. Ja, yeah, Technology und Krieg und Abkommen. Ich freu mich jetzt auf die LAN-Party um die Uhrzeit, also war alle Bratze, ey. Meine letzte LAN-Party ist jetzt auch schon 3 Jahre her, ey. Pan-Lati. Ja. Guten Morgen. Weißt du Bescheid? So, hier einmal Butter-Kaffee-Fahrt her, wie das heißt, da hinten hin. Können ja mal die komischen Glubschi-Aliens da aus dem All schießen, ne? Boah, dauert das ewig!